Meine lieben Freunde, es ist Release-Freitag und als erstes reagieren wir auf Panik von Parker, Official AMV AMV. Spricht man das nochmal so aus? Also so ein Anime-Video, wie AMV AMV. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber ich weiß, was so ein AMV-Video ist. Ja, let's go. Rede mir Dinge ein, hier werde ich für immer sein. Und um mich die Stille bleibt, fuck man, ich bin es leid und komme nach diesen Schatten. Okay, nochmal. Rede mir Dinge ein, hier werde ich für immer sein. Und um mich die Stille bleibt, fuck man, ich bin es leid und komme nach diesen Schatten. Bekomme ich wieder Panikattacken. Panik breitet sich aus, ich frag mich, wo geht's hier raus? Hab zwar noch vieles geplant, doch verliere den Verstand und das wird sich nicht ändern. Ja, also das ist auf jeden Fall die Hook. Die Hook klingt ganz okay, meiner Meinung nach. Und ja, was ist das noch? Was ist das für ein Anime? Also als ich das auf Instagram gesehen habe von Parker, also als Parker den Song auf Instagram geteilt hat, da dachte ich mir, das könnte Hunter x Hunter sein. Oder Hunter Hunter, wie auch immer das ausgesprochen wird. Es wird Hunter x Hunter geschrieben. Ja. Was ist das für ein Anime? Panik breitet sich aus. Ich frag mich, wo geht's hier raus? Hab so noch vieles geplant, doch verliere den Verstand und das wird sich nicht ändern. Hab mich auf den Weg verirrt, kein Ende ist in Sicht. Eine gläserne Wand um mich und ich hoffe, dass sie bricht. Also float auf jeden Fall geil. Ja. Es könnte eventuell etwas so unverständlich sein. Vielleicht liegt es auch einfach an meinen Kopfhörern. Ja. Könnte eventuell daran liegen. Mich und ich hoffe, dass sie bricht. Schlag dagegen, nichts passiert, in ihr spiegelt sich mein Gesicht. Bin gefangen, die tausend Schatten sind neben mir mein Licht. So viel, was ich. Okay. Die Reime sind bisher nicht so meins, also Gesicht, Licht, naja, aber ich glaube, darum geht es ja auch auf jeden Fall nicht. Sondern es ist halt Parkers Richtung und in seinem Fall ist das halt auch ganz okay. Der macht das nice, also ja. Dieser letzte Song, darauf habe ich leider nicht reagiert, keine Feelings. Das war tatsächlich ein nicer Parker-Song. Also ja. In letzter Zeit fühle ich Parker tatsächlich auch nicht so ganz, muss ich gestehen. Aber ja, vielleicht überzeugt er mich demnächst ja wieder. Bräuchte, am besten noch heute, vieles versäumten. Ich jag nach den Träumen, im Nacken der Teufel. Und all diese Leute, die mir was bedeuten, muss ich enttäuschen. Panik. Ja, es ist eine Reimkette. Ist die Reimkette krass? Ich würde es sagen, eher nicht, aber es geht in Ordnung. Breitet sich aus, ich frag mich, wo geht's hier raus? Hab zwar noch vieles geplant, doch verliere den Verstand und das wird sich nicht ändern. Panik breitet sich aus, ich frag mich, wo geht's hier raus? Hab zwar noch vieles geplant, doch verliere den Verstand und das wird sich nicht ändern. Die Wände rücken näher und näher und ich weiß, dass meine Ängste auch nicht jeder verstehen kann. Die Last wird immer schwerer und schwerer und ich merke, dass ich auf den Beinen nicht mehr lang stehen kann. Tiefe Wunden in der Seele, die nie verheilen. Dunkle Gedanken, die mich schon immer begleiten. Werde ich nie los, ich kann sie niemals vermeiden. Finde keinen Ausweg, ja, ich bin am Verzweifeln. Panik breitet sich aus, ich frag mich, wo geht's hier raus? Hab zwar noch vieles geplant, doch verliere den Verstand und das wird sich nicht ändern. Panik breitet sich aus, ich frag mich, wo geht's hier raus? Hab zwar noch vieles geplant, doch verliere den Verstand und das wird sich nicht ändern. Ich glaube tatsächlich, dass das mehr viben würde, halt ohne. Halt, wenn man nicht darauf reagiert, also ohne meine Reaction gerade. Ja, ich finde, das passt nicht zu einer
Reaction, sich einen Song komplett ohne Commentary zu geben, das passt halt nicht wirklich zu einer Reaction. Aber ich würde mir das offline noch einmal geben, also nach der Reaction, und mal schauen, wie ich es dann finden werde. Ja, bisher finde ich okay Song, aber keine Ahnung, vielleicht vibet das ja mehr ohne meine Reactions zwischendurch, also ja. Ansonsten, ich lasse einfach mal ein Like da, weil es halt Parker ist. Ja. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ja, es kommen noch weitere zwei Reactions.